Ja, und hier bin ich auch schon wieder. Also heute überschlagen sich hier echt die Ereignisse. Also es ist jetzt schon das dritte Video, was ich heute mache. Eins habe ich schon rausgebracht, das zweite ist gerade beim Rendern und jetzt kommt das dritte, weil ich habe zwischendurch mal die Pressemitteilung gelesen und hurra, er kommt, der Hyundai Kona. Preise stehen fest vom 14. Juni 2018. Ja, ich würde das jetzt einfach mal so ein bisschen vorlesen, was hier drin steht. Sind auch nur 2 Seiten, also nicht ganz so viel. Ist echt total super interessant. Ich bin wirklich riesig gespannt auf dieses Auto, wie es dann im Original sein wird. Und also Probefahrt hätte ich da schon gerne mal mit, ne? So, also fangen wir mal an. Preise stehen fest, steht hier so schön drin. Hyundai Kona Elektro ab 34.600 €. Große Reichweite bis zu 482 Kilometer nach realistischer WLTP-Norm. Bis zu 150 Kilowatt bzw. 204 PS sorgen für elektrische Fahrdynamik. Der neue Hyundai Kona Elektro wird zu einem Preis ab 34.600 € in Deutschland angeboten. Das kompakte Elektro-SUV ist in 2 Leistungsstufen verfügbar. Hyundai Motor ist Pionier in der Entwicklung alternativer Antriebe und bringt mit dem Kona Elektro sein zweites rein batterieelektrisches Fahrzeug auf den Markt. Der Kona Elektro ist darüber hinaus das weltweit erste Elektro-SUV im B-Segment. Zudem ist Hyundai derzeit der einzige Hersteller, der alle wichtigen alternativen Antriebsformen serienmäßig anbietet. Also da meint er halt jetzt Elektrohybrid, Plug-in-Hybrid und Brennstoffzellenantrieb. Mit dem Hyundai Kona Elektro bringen wir das richtige Modell zur richtigen Zeit auf den Markt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Es vereint 2 wichtige Trends. Ein SUV mit kompakten Abmessungen und umweltfreundliche E-Mobilität. Der Kona Elektro bietet richtig Power und Fahrspaß sowie das gute Gewissen, umweltfreundlich zu fahren. Durch die Kombination von SUV und Elektroantrieb sowie den attraktiven Preis ab 34.600 € wird das Fahrzeug richtig attraktiv für den Kunden. Das ist super, was hier erklärt Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland. Ja, wie gesagt, ich bin total gespannt auf dieses Auto, das mal im Original zu sehen und auch mal fahren zu können. Der Kaufpreis des Kona Elektro reduziert sich um 4.380 € brutto, wenn das Modell in der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge der BAFA aufgenommen wird. Dieser Umweltbonus ist eine Vertriebsunterstützung zur Stärkung der Nachfrage von umweltschonenden Fahrzeugen. Die Förderung erfolgt jeweils zur Hälfte durch den Hersteller und den deutschen Staat. So, und jetzt fängt das Interessante an. Hyundai Kona Elektro, emissionsfreier Antrieb in 2 Leistungsstufen. Hyundai bietet den Kona Elektro in 2 Leistungsstufen und in 3 Ausstattungsvarianten an. Bereits die Variante mit 100 kW, 136 PS beschleunigt in 9,7 Sekunden aus dem Stand von 0 auf 100 und bietet dank des kräftigen Drehmoments von 395 Newton einen kräftigen Durchzug. Die 39,2 Kilowattstunden große Lithium-Polymer-Hochvolt-Batterie ermöglicht eine Reichweite von praxistauglichen 312 Kilometern nach der WLTP-Norm. Das ist ja schon mal beachtlich. Die stärkere Version mit 150 kW und 204 PS bietet maximalen Fahrspaß bei einer gleichzeitigen höheren Reichweite. Sie sprintet in nur 7,6 Sekunden von 0 auf 100 und schafft dank der auf 64 Kilowattstunden erhöhten Kapazität des Hochvolt-Energiespeichers sogar 482 Kilometer Reichweite nach der WLTP-Norm. 482 Kilometer, das ist doch geil.
Der Hyundai Kona Elektro verfügt wie der Ioniq Electric oder Elektro über die Shift-by-Wire-Technologie, die die Bedienung des Antriebs über Tasten auf der Mittelkonsole ermöglicht. Ebenso kann die Rekuperationsleistung über Lenkradpedals differenziert werden. So, jetzt geht's los. Erhältlich in den Ausstattungslinien Trend, Style und Premium, also das gleiche wie beim Ioniq auch. Den Einstieg stellt der Kona Elektro Trend mit 100 kW, 136 PS für 34.600 Euro dar. Hier sind bereits der Hyundai Smart Sense Assistenzsystem wie Aufmerksamkeitsassistent, die City-Notbremsfunktion und der aktive Spurhalteassistent mit Lenkeingriff enthalten. Die serienmäßigen Komfort-Extras umfassen zum Beispiel elektrische Fensterheber vorne und hinten, ein 8 Zoll Navigationsgerät mit Krell-Soundsystem mit 8 Lautsprechern und die Rückfahrkamera. Mit der größeren Batterie und dem leistungsstärkeren Elektromotor kostet der Kona Elektro Trend ab 39.000 Euro. Also hier ist halt das Ausstattungspaket nicht gleich mit an dem Akku und dem größeren Motor gebunden. Da kann man alles miteinander kombinieren. Das finde ich auch ganz nett. So, die mittlere Ausstattungslinie. Style mit 100 kW, 136 PS ab 38.100 Euro und mit 150 kW, 204 PS ab 42.500 Euro bietet darüber hinaus unter anderem Stoff-Ledersitze mit Sitzheizung, verdunkelte Scheiben ab der B-Säule, einen Regensensor und einen automatisch abblendbaren Innenrückspiegel. So. Das Topmodell Kona Elektro Premium mit 150 kW, 204 PS ist ab 45.600 Euro bestellbar. Zur umfassenden Serienausstattung Premium gehören neben bereits ab Trend bzw. Style serienmäßig verfügbaren Ausstattung unter anderem das Head-Up-Display, Ledersitze mit beheizbaren und belüfteten Vordersitzen, der Stauassistent, der Querverkehrswarner sowie ein Totwinkelassistent. Optisch hebt sich der Hyundai Kona Elektro von den Varianten mit Verbrennungsmotor vor allem durch den geschlossenen Kühlergrill sowie die aerodynamischen 17 Zoll Leichtmetallräder ab. Für den Kona Elektro gibt es 7 Karosseriefarben und jetzt möge man mir mein Englisch verzeihen, weil ich spreche das hier mit Sicherheit nicht richtig aus. Es gibt irgendwie ein Chalk White, Dark Knight, Tangerine Comet, Ceramic Blue, Pulse Red, Acid Yellow und Galactic Grey. Auf Wunsch ist eine Dachlackierung in Chalk White erhältlich. So viel zum Kona Electric. Das hört sich richtig geil an. Jetzt können wir uns sicher sein, dass wir dieses Auto auch bestellen können und kaufen können hier in Deutschland. Und nicht so, wie es von einigen Händlern verbreitet wurde, dass das Auto nicht kommt. Und das ist auch das, was mir eigentlich mitgeteilt wurde von Hyundai selbst, von der Presseabteilung, dass das Auto noch dieses Jahr kommen soll. Und das ist einfach mega geil. Das ist richtig super, weil ich finde dieses Auto geil. Ich habe in den Verbrenner schon drin gesessen, da sitzt man echt wie angegossen drin und hat Platz ohne Ende. So, das soll es jetzt erstmal schnell gewesen sein. Ein kurzes Video. Ich wünsche euch also einen schönen Sonntag und genießt das tolle Wetter, sofern ihr auch so ein schönes Wetter habt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.